Der Tunnel soll ja aus Glas sein. Kannst du ja. Das Glas holen dazu? Ja, Glas. Das Glas ist noch in der Kiste. Ja, und ich hatte doch auch noch irgendwas dabei. In irgendeiner Kiste bei mir hier. Ja, ich habe auch noch was in meiner Kiste, also. Ja, Türen sind drinnen, da, wenn du nämlich den Tunnel gesetzt hast, der ist, steht ja dann unter Wasser. Einfach genau. Türen drinnen setzen, den mit Erde zubauen und wieder abbauen. Ja, ja, ich hatte gerade schon so gefragt, ihr habt jetzt zufällig kein Wassertempel gefunden. Nee. Leider nicht. Aber ich komme jetzt mal ganz kurz hin, ich habe nämlich noch 2,5 Stacks Glas. Ich gebe mich gleich noch mit ab. Oh, oh, oh. Und Justin, wir sind gleich auf mit den Toten. Ich habe schon gesehen. Ich habe gesagt, Darko sagt so, die, ich habe mir bei Darko Padias geborgt, gespitzt, weil ich wissen wollte, weil ich voll dir haben möchte. Sagte Darko, das bringt nichts viel. Guck mal auf die Tode. Mm. Oh ja, ich bin mit Ike auf gleich. Alles Level. Nur, das waren nur Cave Spiders. Die haben mich mit 3 Herzen Attacke immer direkt down gemacht. Und darum mag ich diese Spawner nicht so wirklich. Und darum kriegt der Darko irgendwann einen Cave Spider Spawner in sein Haus gesetzt. Ey, ja, du hast mir heute schon durch keine Ahnung was den Tod verursacht. Das kann man sich ja einrichten. Das kann man ja einrichten. Jetzt zickt er rum, weil er immer mit Slash Kill getötet wurde, verpisst sich aber immer dahin, wo er nicht kämpfen muss und nicht stirbt, weil es ein Gegner. Nein, du lässt mich nicht. Ich habe dir sobald schon nach dem ersten Tod habe ich dir angeboten, ja, helfen. Nee, weil ich ja mein Zeug selber hole. Aber du könntest ja auch irgendwas machen, wo du unter Monstern bist, zum Beispiel. Erstens, das war auch von dir nicht geplant, dass du den Minenschachter findest. Zweitens. Hast du mir die Aufgabe sogar zugeteilt, den Minenschacht zu erweitern und die Rail zu bauen? Also, ich hatte die Aufgabe sogar von dir. Aber Darko, du gibst mir jetzt mal bitte dein Buch, damit ich ungefähr weiß, wo die Gabelung ist zum Dorf. Wirfst du die Koordinaten nicht einfach aufschreiben? Dann lese ich sie kurz vor. Warte, habe ich hier was zum Schreiben hier? Sag mal. Ich muss erst mal hinlaufen. Willst du mich verarschen? Ich hab das halt nicht die ganze Zeit bei mir. Aus gutem Grund, sonst hätten wir nochmal von vorne suchen müssen, Alk. Also Darko, du hast beschissen ausgeleuchtet, hier unten spawnen Skelette. No. 2,5 Herzen Schaden machen. Alk, minus... Da sind auch schon Zombies gespawnt, also... Minus... 10.180. 180... Das war X. Genau. Und Z? 7.860. 860. Ohne Minus. Yep. Okay. Dann nehme ich mir mal ganz kurz hier was mit. So. F3 an. Wir und ich fange mal mit dem Glas an. Z-Koordinate. Ah, übrigens, wollen wir, wenn du, ich glaube nicht, dass Leute da hinkommen, aber wenn du, was weiß ich, 200, 300 Blöcke weit entfernt bist, aufhören erstmal und erstmal schnell zu dem Villager-Dorf dann und die Mauer bauen, bevor die uns alle abrecken und dann haben wir den Tunnel fertig. Ja, das ist, da hast du doch dann was, noch was zu tun. Ich weiß, ich bin schon die ganze Zeit beim Brennen, außerdem, ich mache ja den Tunnel die ganze Zeit da unten. Ey, ich auch. Und ich bin wieder am gefährlichsten. Ich schwimme gerade im Wasser und muss dort die Kreuzung dann bauen. Ich kann dir immer noch meinen Atmungshelm anbieten. Und du hast einen Atmungshelm? Ich bin noch über Wasser. Achso. Mit was hat er da einen Atmungshelm drauf? Frag nicht. Nicht nachfragen am besten. Nein, ich möchte es jetzt wissen, sag mal. Das ist einfach nur zufällig gewesen. Protection 3 und Atmung 3. Mhm. War einfach nur auf Level 30 der erste. Ja, Ike hatte schon recht, ich hätte nicht nachfragen sollen. Mich interessiert immer noch, wie das mit dem Ofen geht, weil er sich dadurch durch Bug, das ist ja ein Bug, XP erschleicht. Ja, was denn? Mit dem automatischen Ofen. Das geht. Das ist kein Bug. Das sieht Minecraft so vor.
Du brennst ganz viele Sachen, dann legst du den Hebel um, kannst dir das Item rausnehmen und der Ofen hat das XP von den anderen geschmolzenen Sachen schon gespeichert und gibt dir dann die ganzen Reste. Also ich hab das gemacht, ich hab gerade mal ein Level rausgekriegt, obwohl ich 4, 5, 6 Stacks Kabel durchgebrannt habe. Ja, ja, das ist nicht viel, das, was du da bekommst. Das ist vielleicht ein XP pro Eisenerz, glaube ich, irgendwie sowas. Ich hab ja Kabel durchgebrannt. Der Kabel wäre dann noch weniger. Aber es ist wirklich nicht viel. Es ist im Vergleich zum Ofen, ich glaube, sogar um 0,3% weniger. Ja, es nimmt sich am Ende zwar nichts, aber es ist nicht viel. Ja, und daher gesehen, deswegen werden die ja mit Öfen, ja, mit normalen Öfen. Ja, redet weiter. Ich habe nur gerade eine Kiste gefunden. Ja, okay. Mit ganz viel, es werden mit Öfen, ja, mit normalen, ja, sogar XP-Farm gebaut. Da baust du eine ganz große Kaktusfarm oder eine ganz große Bambusfarm. Also eine automatische XP-Farm. Legst die Hebel um und dann bleibt das Item dort drin, okay, in den Ofen und dann nimmst du das raus und dann kriegst du das ganze XP, was dich dadurch gespeichert hat. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Bug deswegen. Nein, ist kein Bug. Ist so von Minecraft gewollt. Dann müssen sie das aber auch schreiben. Weil ich habe das noch nirgendwo gelesen können. Es ist kein Bug, das ist schon seit der 1.8 ja drin. Also das ist kein Bug. Also seit der 1.17, warte mal, seit der 1 was? 14. Ja gut, da wusste ich es dann sowieso nicht. Nein, seit der 1.12 auf alle Fälle kriegst du XP aus dem Ofen raus. Oh, hier wird's geil aussehen. Wir fahren voll durch den Korallenriff. Geil. Darko? Seit der 1.12 auf alle Fälle mit den Öfen. Das weiß ich. Die Öfen sind... Oder über was hattet ihr gerade geredet? Ja, über die XP-Farm mit dem Ofen. Ja, das ist... Das kannst du schon seit der 1.11 machen auf alle Fälle. Das weiß ich. Nee, weil ich ja die 1.12 zum Beispiel aktiv gespielt habe. Da kannst du das machen. Mhm. Wir reden aneinander vorbei gerade, Just. Ich musste mir muten, darum konnte ich nicht gleich antworten. Das mit den XP aus dem Öfen stimmt, es gibt ab der 1.8, aber die Automatisierung dessen gibt es erst ab der 1.14. Nein, seit der 1.12 meine ich auch schon. Womit denn? Auch. Und zwar die ganz autarke Farm. Also die ganz autarke XP-Farm gibt es seit der 1.14. Das ist richtig. Das nennt man automatisierte Farm. Ja. Anders alles keine automatisierte Farm. Die halb, ich hätte halb automatisiert sein müssen. Die halb automatisierte XP-Farm besteht aus. Du setzt da drei Doppelkisten Kohle hin, verbindest die und machst eine automatische Kaktusfarm in den Spawn-Schrank. Das hast du dann auch eine halbautomatisierte XP-Farm, weil sie sich da auch drin sammeln. Seit der 1.8, meine ich, geht das. Sammeln sich da drin. Auf alle Fälle seit der 1.11. Ich hätte noch halbautomatisiert zusammen müssen. Das war mein Fehler. Was? Ich habe hier gerade mit Mobs zu kämpfen. Darko. Mhm. Oh, ja, wie gesagt, ich hab von der automatisierten geredet. Achso, nee. Ich hatte jetzt ab der 1.12 von der halbautomatisierten geredet. Ich hätte hier auch zusagen müssen. Ne? Gebe ich zu. Habe ich vergessen. Ja, ich weiß. Aber das Ding. Das ist dann immer sehr schön. Ne? Scheiße. Es hat keiner die Möglichkeit, sich hinzulegen, oder? Nein. Wir sind alle im selben Schacht, Ike. Nee, ich bin gerade über Tage, weil ich die passende Koordinate für die Kreuzung suche. Und das Problem ist, ich stehe jetzt hier mitten im Schneegebiet, kack Eisskelette, weil ich muss mich nach unten buddeln. Nee, ich kann so machen, ich laufe zurück. Ich bin zwar schon mitten beim Ozean und leg mich ins Bett und ihr könnt schnell fliegen. Ja, bitte, weil das wird mir hier ein bisschen zu heikel gerade. Ja gut, mein. Dauert nur Jahrzehnte. Ich stehe ja nur im Wasser. Ihr könnt weitermachen währenddessen. Ja, nee, die Heizung läuft auf 5 und mir ist kalt. Wollte ich damit eigentlich sagen.
Thorns 1 da drauf. Silk Touch auf einer Goldpicke. Okay. Ich habe eine Glocke gefunden. Das und geht leider nur bei Mods dafür. Was geht nur bei Mods? Dass man das übertragen kann, oder? Was? Die Verzauberung auf einen neuen Gegenstand. Ja, das ist okay, Mods. Ja, ich verwechsel oder vermisch das gerne mal. Es wurde auch in irgendeiner Snapshot-Version ab und zu mache, jetzt zum Beispiel mit Angeln. Ich angel so selten. Weiß ich es auch manchmal nicht, was da jetzt Mod oder nicht Mod ist. Aber jetzt zum Beispiel, sag mal schnell. Hier dabei bin mir sicher, was in irgendeine Snapshot-Version ging, war, dass du Items mit den Schleifsteinen, verzauberte Bücher, verzauberte Items mit den Schleifsteinen runtermachen konntest. Das geht dann da ab der 1.14. Ja, runtermachen konntest und wenn du da unten ein Buch in den Slot gelegt hast, hat das Buch die Verzauberung bekommen. Haben sie aber jetzt schlussendlich rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das damals ein Bug war, aber das hatten sie rausgenommen relativ schnell. Es geht auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ja, das war irgendeine Snapshot-Version, meine ich. Justin, kannst du dich mal bitte mittig von dem Tunnel hinstellen, also direkt auf den Mittelblock? Ich stehe auf dem Mittelblock. Ja, disconnecte mal ganz kurz. Bis da. Super. Ich war schneller. Und mal bitte ganz kurz die Z-Koordinaten, also alle Koordinaten am besten mal durchgehen, wenn du auf dem Mittelblock stehst, auch die Höhe. Ja, ich stehe auf dem Mittelblock. Die minus 8810 x 8810, ja. Y50, ja. Plus 6812 z. Gut. Ich muss mich nämlich jetzt hier nach unten graben. Jetzt werfe ich mein. So, 8810, das wäre hier, dann mit ich im Wasser. 786 wäre hier. 8810. Wäre hier. Höhe 50 ist dann das. Haben wir die Abbiegung schon erreicht? Also ich bin jetzt direkt dort, wo wir die Abbiegung hinmachen. Okay. Deswegen brauchte ich ja mal auch die Höhe jetzt. Das ist 51, okay. Weil da wäre es der Justin ungefähr, wo er dann oft zu hören hat. Ja. Ich hätte mir eine Tür mitnehmen sollen, nicht Dulli. Gut, den ganzen Weg wieder von vorne. So. Mom. Braucht jetzt eine Schaufel mit Effizienz oder so. Das wäre irgendwie sehr praktisch. Für das Dirt-Abbau meinte ich jetzt. Reicht doch eine stinknormale Tierschaufel. Ja, ich mach's gerade mit Eisen. Aber selbst Eisen ist recht schnell. Ja. Ja, ich sag ja nicht, dass das langsam dauert, aber ich habe ja nur gesagt, dass das schön wäre. Also, das war 8810, das ist hier genau mittig. Gut. Dann kommt hier überall Kabel hin. Und da Kabel. Oh, 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 oh.
Nö. Trunken. Und darüber kommt Glas. 1, 2, 3. Jetzt. Ach Gott, ich habe hier noch einen Luftbalken. Jo, läuft. Ja. Ja, ich habe direkt hier die Kurve gerade angezeichnet. Jetzt müssen wir mal ausrechnen, wie viel 5 Chance. Wir müssen ja 5 Chance mindestens vom Dorf weg sein. Also das Dorf ist aktuell bei mir 1300 Blöcke weg. Und du siehst doch, dass an den Chunks musst du nicht ausrechnen. Du hast doch, wenn du die Koordinaten siehst, darunter Block. Warte mal. Block, ja, und dann Chunks, ja. Genau, und da kannst du halt sehen, wann sich der Chunk verändert. Und da ist doch ganz easy zu sehen, wo das dann mit dem nächsten Chunk beginnt. Und dann kannst du ungefähr schätzen. Ah ja, gut, hier beginnt der nächste Chunk, wenn sich das Dorf bei 5 Chunks dann ladet. Ja, macht's doch ganz einfach mit ausrechnen. Ja, aber da müsste man ja vom Dorf 5 Chunks, sage ich jetzt mal, weggehen, oder? Ja, wie viel, Chunks sind 8, nee, 16 waren das, oder? 16 mal 16 ist ein Chunk. Dann müsste das ja, wenn sich dort bei Chunk die mittige Zahl zum nächsten ändert, der Chunk normalerweise nach 16 Blöcken dann ändern. Ja. Naja, das sind dann 16, 32, 64 und 16 sind 78 Blöcke ungefähr entfernt. Das heißt, wenn du bei 1000 angekommen bist, müsste man eigentlich erst die Mauer bauen. Ich laufe durch eine, ja, die mittige, Schrank. Okay. Ich habe mal so ich bin ja immer so neugieriger Mensch. Ich habe gerade geschaut, die mittlere Zahl hat sich jetzt gar nicht geändert. Wenn ich bei Chunks, wenn ich durch eine Chunk-Grenze gerannt bin. Okay. Das ist wahrscheinlich irgendwie in Sektoren oder irgendwie sowas unterteilt. Ja, irgendwie wird das schon so sein. Ike? Hier anwesend. Müssen wir halt nur aufpassen. Kannst du mal kurz zu Justin zurückkommen? Du bist ein Litzbold. Warum? Ja, weil ich wissen will, wie es hier weitergehen soll. Du bist ein Witzbold, Darko, weißt du das? Ja, wo bist du denn? Ich hab doch gesagt, ich bin gerade bei den Koordinaten minus 8810 plus 7860. Da, wo die Abbiegung dann zum Dorf weitergeht, die nächste Richtung. Ich dachte, die wäre schon da, wo Justin ist. Na, ach, ich hatte doch gesagt, das sind noch 1000 Blöcke und die bin ich halt jetzt weit weg. Und Justin? Aber ich bin schon auf dem Weg. So mit der Fackel ist eine blöde Idee, da läuft eine Biene lang. Genau auf der Linie, wo du hast das auch so vorgemacht bei den anderen? Ne, oder? Die sind rechts und links. Die mittig gesetzten, das war ich damals, wo wir angefangen haben. Ja, genau. Ich habe einfach das Muster weitergeführt. Von, ja, ist doch egal. Es soll ja erstmal ausgeleuchtet sein, damit nichts spawnt. Genau. Das können wir dann im Nachhinein alles immer noch ändern. So, aber wenn Justin jetzt weiterkriegt, kommt er irgendwann zur Kurve an. Ein Gräb wird im Wasser schlecht. Und dann. Achso, Justin, dort, wo du natürlich jetzt weiterbaust und du kommst in so einen, ich sag mal, eine Unterwassererhöhung, da musst du dann nur oben Glas setzen, außer die ist so hoch, dass du so eine Art Tunnel durchbaust. Dann einfach ganz normal so einen Tunnel bauen, wie es vorne bei der Dings ist. Wenn du es verstehst, wie ich das meine ungefähr. Ja, überall wo Wasser ist, quasi. Glas, genau.
Außer du gräbst dich jetzt irgendwo ein und da ist eine Höhle, da kannst du dann natürlich auch Glas setzen, Glas. Dass man die Höhle so richtig schön erkennt. Ja. Ich kann es dir einfach schon mal so probieren zu erklären. Bei der Höhle, wo wir Glas gesetzt haben, die Wand ein, da hatte ich ja kein Holz. Soll das auch bei den weitergeführt werden bei der Wasserüberführung? Hä? Wir haben ja jede 9 Blöcke einen Stützpfeiler. Ja. Samt Deckstütze. Und nee, beim Glas nicht machen, nee. Auch nicht, wenn es komplett durchgeht? Okay. Nee. Darko, willst du das Glas dann setzen? Nö. Ich hab Glas noch dabei. Mein Inventar ist voll. Was? Mein ganzes Inventar ist voll. Dann kannst du doch ein bisschen in der Kiste entleeren. Hm. Nur wenn du möchtest, dann kommen wir schneller voran vielleicht. Ja, ich wollte hier den Kobbel, brauchst du ja, dann nehme ich mir... Ah ne, brauchst du hab... Erde? Ja, um das einmal zuzubauen doch, den Tunnel. Hui. Ich kann ja mal schon mal in die Richtung kurz schauen. Eigentlich bin ich ja in die Richtung schon gegangen. Kommt denn da später noch mal eine Unterführung, also Unterland? Ich bin nur oberhalb vom Wasser geschwommen. Also nicht auf der Höhe, achso. Nee, auf der Höhe bin ich nicht lang. Da hätte ich ja jedes Mal wieder auftauchen müssen. Gut. Ja, dann nehmen wir hier so 2-3 Sticks. Was nimmst du dir dann so 3 Sticks? Dirt. Und ich baue dann schon mal Glas außen herum. Oh. Oh Gott. Ist jemand krank? Ja, schon seit ein paar Tagen. Hoffentlich heißt das nichts Schlechtes. Nee, es ist nur eine ganz normale Erkältung, maximal eine Bronchitis, weil der Eich ja nicht zum Arzt geht. Ach, Eichchen. Naja, was will ich denn beim Arzt? Der hilft dir. Er verschreibt mir wieder extremst teure Medikamente, nee. Jedes Medikament ist teuer. Auch wieder wahr. Nee, das für meine Kinder nicht. Das bezahlt die Krankenkasse. Ja, die Schweinebacken haben's gut, ey. Die kriegen alles hinten reingeschoben. Ey, du doch damals auch. Ja. Weiß ich nie. Damals kann ich mich nicht dran erinnern. Ich hab doch gesagt, meine Jugend, die vergesse ich so weit wie es geht. Oder hab ich vergessen, weit es geht. Ach so. Ja, ich hatte halt keine gute Jugend. Ne? Justin, kannst du mir Kobbel zuwerfen, falls du welchen hast? Warum? Welche fehlt ja unten noch der Weg? Achso, ja, habe ich. Warte, dann lassen wir uns mal kurz hier unten treffen. Dann schwimmt das nicht ins Nevada. Ja, toll, außer du wirfst es raus. Oh, habe ich so weit geworfen, sorry. Kleiner Tipp, geht nicht an die Oberfläche, es ist Nacht. Achso, ja, wir können jetzt nicht mehr auftauchen, um Luft zu holen, sonst ist vorbei, sonst kommt Phantome. Jedenfalls nur bei mir auf jeden Fall, das weiß ich. Ich bin ja jetzt gerade erst dazugekommen, ich weiß jetzt nicht, wie meine Nachtzahl gilt. Also, Phantome dürften jetzt nicht auftauchen, weil sonst müssten sie ja über mir flattern. Weil ich bin ja bei... bei mir auch nicht, ich habe geschlafen. Ja, und ich bin der Einzige, der gerade an der Oberfläche ist. Und ich höre hier halt nichts gerade. Oh, 2 Herzen. Ich ertrinke hier beinahe noch. 24 Minuten geht die Folge schon. Ich
Ich bin voll. Ja, dann raus da. Ich muss dazu bauen. Das ist ich. Ich wollte mich doch eigentlich nur noch kurz voll generieren. Ich kann schon mit Erde abbauen beginnen. Komm her, Seegurke. Komm her. So. Seegurke? Ja, ich hab grad ein paar Seegurken noch nebenbei gefarmt. Die machen unter Wasser Licht. Kannst du das Korallenriff schön mit erhellen? Ja, da sind mehr als genug. Da werde ich aber später Korallen farmen für den See vorm Haus. Das werde ich damit machen. Nein, ich habe rausgetappt. So. Ich muss die Folge hier erst einmal beenden.